Jetzt ist Anschnallen angesagt, die Konkurrenz reitet ein. Was erwartet euch denn im schönen Detmold, Sabrina und Linda? Ich glaube, wenn ich so die ganzen alten Fachwerkhäuser sehe, ne? Wenn ich hier stehe, glaube ich, wird es genauso alt mit modern vielleicht gemischt sein. Ich hoffe es. Ne? Ich glaube, in die Richtung wird sich's hintendieren. Würde zu ihm passen. Das nennt man weibliche Intuition. Dafür bekommt Stefan gerade Gänsehaut. Warum denn? Es gibt hier mitten in der Stadt einen Betrieb, wo ich damals vor 26 Jahren Koch gelernt habe. Ja, das ist halt so Emotionen, die dann auch dabei hochkommen. Krass. Noch krasser, es handelt sich nicht um irgendeinen Betrieb, sondern, oh, das muss jetzt kurz warten, erstmal ist ein großes Hallo dran. Moin, Kollegin. Schön, dass ihr da seid im Deppenhof. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber setzt euch gerne schon mal und dann sehen wir uns später. Die vier erleben heute das. Cool. Leidenschaft. Na, was sagt ihr? Schick. Ja. Ja, das ist dieses Haus ist mir nicht ganz unbekannt. Ich habe hier früher mal in dem Laden gelernt. Ach, das gibt's ja nicht. Also das Historische ist alles noch drinne. Das finde ich richtig schön. Aber die Farben und sowas alles, Bestuhlung und so, das ist halt alles neu. Aber der Raum an sich, was früher auch nicht war, das war keine offene Küche. Mhm. Das ist halt jetzt das Moderne, dass du halt komplett zugucken kannst. Das wird ein sehr interessanter Tag für mich heute. Emotion. Oder? Ja, das ist, als wenn du nach Hause kommst prinzipiell wieder. Weil das war eine richtig schöne Zeit, die ich hier hatte. Und ich bin heute da, wo ich bin, weil ich hier angefangen habe. Okay. Ja, sehr cool. Das heißt also in der modernen Social-Media-Sprache Throwback. Los geht's. Jan und seine Geheimwaffe Stefano, auch Lido genannt, blasen zum Angriff. Hi, Jan. Hallo, Jan. Schön, dass ihr da seid, hier im Detmoldhof, in Jans Restaurant, in meinem Restaurant. Das hier ist Lido, mein Restaurantleiter, die gute Seele des Hauses. Er gibt euch schon eine Speisekarte. Und die sorgt für Fragezeichen. Passen die Plastikkarten zum Ambiente? Es gibt sicherlich ganz, ganz viele, die sich über das hier aufregen werden. Man kann das anders machen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt falsch, das anders zu machen. Aber das muss er selber wissen. Sag mir, was du willst. Gute Einstellung. In diesem Sinne bestellen auch alle, was sie wollen. Natürlich in der Hoffnung, Jan damit so richtig ins Schwitzen zu bringen. Wie, der erste Gang steht an und die Konkurrenz ist abgetaucht? Mach dich auf was gefasst, Jan. Die arbeiten mit den unglaublichsten Tricks. Hallo Jan. Können wir reinkommen? Auf geht's, kommt rein. Ist nach dem Versteckspiel jetzt Topfschlagen dran? Ach nee, Küchenchef mit Fragenlöchern. So. Schätzchen, was machst du denn da? Wir machen unsere Lachsvorspeise. Ja, die besteht aus Lachs, der wird gebeizt. Okay. Dazu gibt es ein bisschen Dill, Gurke, Jalapeno, ganz leicht pikant. Und wir machen dazu Holunderblüte. Ja, cool. Ja, also perfektes Gericht für den Sommer, eine richtig schöne Fischvorspeise. Naja, dass das hier nicht so ganz simpel einfach weitergeht, ist ja wohl klar. Ne? Da kommen wieder einige Arbeitsschritte auf uns zu. Den bereiten wir uns jetzt vor für die Beize. Ja? Wir machen eine relativ klassische Beize, so wie man sie kennt. Beizen ist ja eigentlich nichts anderes, als was haltbar zu machen oder zumindest ein bisschen Flüssigkeit zu entziehen. Richtig. Ganz, ganz richtig. Beizen. Super erklärt. Ich bin raus hier. Sag ich doch. Mist, ich hab's heute Morgen schon gespürt. Ihr könntet mir ein bisschen helfen. Ja, klar. Wir machen die Beize aus ein Teil Zucker und ein Teil Salz. Okay. Ja, und wir nehmen nicht normalen Zucker, sondern wir nehmen braunen Zucker, damit es nicht zu süß wird und damit wir halt so ein bisschen dieses Karamellige haben. Okay. Ja? Und dann haben wir in dem schwarzen Behälter ist Salz, dahinter ist Zucker und dann machen wir einfach 1:1. Machst du so 350 Gramm von jedem, ja, dann sollte das genug Beize sein für den Fisch. Mhm. Wir machen ein bisschen Limettenabrieb mit dazu und die Stiele vom Dill. Okay. Ja, die können wir so perfekt verarbeiten, weil ansonsten nimmt man nur, sage ich mal, vorne das schöne Grüne vom Dill. Wir nehmen die Stiele her, dann kriegen wir noch so ein bisschen schöne Aromatik. Ich finde, der lebt das richtig. Der lebt die Produkte, der überlegt, wie kann ich die einsetzen, zu was kann ich sie verwenden, was kann ich regional beziehen. Klar ist der Lachs nicht in Detmold rumgeschwommen, aber er stammt aus nachhaltiger Zucht. Ja, während Sabrina jetzt die Beize macht, haben wir soweit den Fisch vorbereitet. Mhm. Wir halbieren den jetzt einmal noch mal in der Länge nach. Ja, das siehst du halt, ist halt einfach ein schöner Lachs. Ja. Ist eine tolle Qualität, er weiß, wo es herkommt. Schönes, festes Fleisch. Lachs ist einer der populärsten Fische immer noch weltweit. Und ist halt Frischware. Lachs ist nicht der einzige Fisch, den man beizen kann. Auch Forelle, Saibling oder Makrele bieten sich an. Zucker und Salz haben wir abgewogen, Limettenabrieb haben wir. Und jetzt brauchen wir noch die Dillstiele, die zupfen einfach nur ein bisschen klein. Ja. Wir machen jetzt alles zusammen hier in eine Schale.
Dann nehmen wir uns den Lachs, der ist jetzt soweit schon perfekt portioniert. Und den legen wir uns jetzt in die Beize. Der wird gleich abgedeckt, dann kommt er in die Kühlung. Und dann holen wir ihn morgen exakt nach 24 Stunden raus. Wenn man dieses, sag mal, der verändert sich halt sehr in der Textur. Ja. Ja, der wird ein bisschen fester, aber halt auch aromatischer. Ja, der hat dann so ein bisschen dieses Limettenaroma, also so schöne Zitrusfrüchte. Und ein bisschen was vom Dill. Und da wir den Dill eh mit im Gericht haben, ja, wir machen da noch ein Öl raus und sowas, passt das ganz gut von der Aromatik. Ja? Ich finde das ganz spannend. Und wenn du halt bei ihm diese Leidenschaft dann siehst, dann geht einem da eigentlich total das Herz auf. Und du weißt, der Junge steht genau richtig hinterm Herd, in der Küche. Hat seinen Job gefunden. Genau, ne? Seine Berufung. Dadurch, dass wir jetzt keine 24-Stunden-Zeit haben, habe ich den soweit schon mal vorbereitet. So sieht der dann aus. Ja? Ihr seht, der ist ein bisschen dunkler geworden, ein bisschen fester vom Fleisch. Ja? Ist fast, sag mal, wie so ein Räucherlachs beim Frühstück, aber halt nicht geräuchert, sondern gebeizt, aber eine ähnliche Struktur. Und jetzt schnappen wir uns den Bunsenbrenner. Ja, Feuer in der Küche. Das ist genau mein Immer Ding. Immer gut. Heiße Sachen, ne? Mein Lieblingsgerät, ja. Immer Feuer. Und jetzt flammen wir den Lachs. Und da seht ihr jetzt gleich, der wird halt wie gegrillt. Die Oberfläche karamellisiert natürlich so schön, weil natürlich eben der Anteil an Zucker an der Beize war. Ne? Und da bleibt ja was in der Oberfläche des Fisches einfach drin. Ja? Und super, oder? Das ist jetzt soweit der gebeizte Lachs. Ja, ihr riecht, der hat eine richtig schöne so eine Barbecue-Aromatik. Ja, ist richtig gut. Und dadurch, dass der intensiv ist, ja, müssen wir gucken, dass wir nicht zu viel intensive Aromatik auf dem Teller bekommen. Ja. Ja, das heißt, wir gleichen das ein bisschen aus mit ein bisschen Gurke. Okay. Ja, und wir machen dazu ein bisschen Holunderblüte. Er versucht einfach, die Produkte, die er hat, neu in Szene zu setzen mit den einfachsten Mitteln. Weil warum sollte man immer kompliziert denken, wenn es auch einfach geht? Ganz simpel, aber lecker. Noch ein bisschen Tellerkunst, dann sind die Vorspeisen zum freundlichen Auseinandernehmen bereit. Stefan stürzt sich gleich auf einen Salat vom Kalbstafelspitz mit Radieschen und Co. Sabrinas bunter Tomatengarten bringt auch cremigen Mozzarella und Oliven mit. Linda startet mit dreierlei Garnelen mit Curry, Blumenkohl und Limonenblattschaum. Und da ist er, der gebeizte Lachs mit Gurke, Dill und Jalapeno, soll Marco begeistern. Lass mal hören, ob der Plan vollends aufgegangen ist, Marco. Ich kann nur eins sagen, Gurke, Gurke, Gurke habe ich auf meinem Teller wirklich absolut in jeglicher Form ausgestochen, gerollt. Dann habe ich die Gurke hier noch als Suppe. Die war natürlich wirklich sehr, sehr geschmackvoll, weil da wurde noch mit diversen Aromaten gearbeitet. Hier vorne habe ich so einen leichten Jalapeno-Sud. Okay. Da stand extra milde Jalapeno, aber der schärfste bin ich eh nicht mehr. Und von daher passt das echt gut zu mir. Ach, sag doch sowas aber, nicht. Hm? Sag doch sowas. Ja. Das stimmt doch gar aber nicht. Aber eigentlich passend zu dem Gericht, weil wenn ich jetzt so einen Hammer-Jalapeno habe. Leute, Marco redet hier über Schärfe und nichts anderes. Ich weiß genau, wo die gedanklich gerade sind von der Humoristik. Aber ich werde das den Teufel tun, das hier zu wiederholen. Also wenn jetzt die Jalapeno zu scharf wäre, würde das Gericht, glaube ich, ein bisschen kaputt machen. Mhm. Ja, weil es eigentlich wirklich mild gehalten ist. Von daher passt das eigentlich echt total klasse zusammen. Der Lachs ist wirklich also mild gebeizt und ist im Anschluss noch mal abgeflammt worden, sodass er von oben ganz, ganz leicht gegart ist. Was eigentlich mal richtig geil ist, wenn man dann sagt, yo, Tradition trifft Moderne. Ja. Und das spiegelt sich auf dem Teller absolut wieder. Gut, ich kenne den gebeizten Lachs ja wirklich schon seit Jahrzehnten. Und da wurde wirklich früher echt die Salz-Zitrone-Dillkeule ausgepackt. Und da musste man erstmal tief graben, um an den Geschmack des Lachses zu kommen. Das war natürlich in dem Fall heute nicht so, sondern wirklich, er war mild gebeizt, sodass man merkte, es soll nicht die Beiz im Vordergrund stehen, sondern der Lachs. Voll geil. Also ich kenne wirklich 5G aus Handy, aber das ist 6G im Geschmack. Ne? Entschuldigung. Ja. Viel mehr kann ich da echt nicht zu sagen. Ne? Geiler Spruch, geiler Spruch. Das, da kann man auch von meiner Seite nichts mehr draufsetzen. Also, stark. Stefan hat in diesen Räumen sein Handwerk gelernt. Bekommt Jan jetzt Nachhilfe von ihm? So, ich habe hier heute einen Gaumenschmaus bestellt, einen Salat aus Kalbstafelspitz. Dieser Tafelspitz, das ist ja auch so ein klassisches Gericht, was man normalerweise viel warm an für sich isst. Das erstmal generell, ich sag mal, kalt zu machen, ist schon mal
pfiffig. Tafelspitz ist erst einmal, normalerweise ist das ein, kommt aus dem Hauptgangbereich. Dann hast du, ich sag mal, Bouillonkartoffeln dazu. Dann hast du den Tafelspitz im Ganzen halt so gegart wie er auch. Und dann in Scheiben aufgeschnitten und da kommt eine Meerrettichsoße drüber. Das ist das Klassische. Dieses Fleisch ist butterweich. Der ist richtig, richtig lecker aromatisiert. Also hier ist Salz, Pfeffer. Also das ganze Fleisch ist vom Prinzip in so einem Sud gekocht worden. Mit Lorbeerblatt, Wacholderbeere, alles vom Prinzip, was halt schönen Geschmack und das Fleisch halt unterstützt. So, dass er halt butterweich, aber nicht furztrocken, wenn man das sagen darf, wird, sondern richtig lecker. Dazu hat er eine Vinaigrette gemacht aus Sellerie, Möhre und da ist auch Radieschen mit drin, was sich im Ganzen als Deckel ja eben wiedergespielt hat. Eine Vinaigrette passiert oft, dass das Essig und Öl sich vom Prinzip trennt. Mhm. Passiert hier überhaupt nicht in keiner Art und Weise. Sehr, sehr viele Komponenten, die hier mit drauf sind als Vorspeise. Wenn das weiter so abgefackelt wird, dann weiß ich nicht, wo der Abend landen soll. Ja. Ja? Also ich möchte weiter essen. Dass ich das zu gestern noch mal steigern kann bei Stefan, ist ja irre. Ne? Jetzt kommt natürlich dazu, er hat in dem Betrieb gelernt. Da bist du natürlich emotional noch mal ganz anders mit der Räumlichkeit, mit dem ganzen Haus verbunden. Aber das wird jetzt einfach durch das Essen bestätigt. Es läuft, bislang jedenfalls. Jetzt ist Sabrina dran. Wie ist der bunte Tomatengarten? Ich fange mal hier mit diesem Gelee-Süßchen an. Ist wirklich reinste Tomate. Ne, ein bisschen mit Öl verfeinert, sehr zurückhaltend vom Geschmack, aber wirklich sehr, sehr lecker. Verschiedene Tomatensorten, rote, grüne, gelbe. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist wirklich dieser cremige Mozzarella. Man hat ihn mit der Gabel, ist man ran und dann lief der nur so durch. Das war so geil. Alles zusammen, die Bissfestigkeit der Tomaten, die Süße der Melone, genauso aber auch von der roten Zwiebel mit dem cremigen Mozzarella und der Crunch. Vom Focaccia. Ein Traum. Ein Traum. Ja, Linda ist auch völlig sprachlos. Auf jeden Fall. Jetzt muss Linda ihr Sprachzentrum wieder aktivieren. Ihr Urteil wartet noch auf Jan. So, ihr Lieben. Hallöchen. Hi. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Wir machen das zwar jeden Tag hier, es ist aber trotzdem was komplett Unterschiedliches, wenn Kollegen im Restaurant sitzen. Ja, also da geht einem echt der Stift. Auch wenn man davon überzeugt ist, von dem, was man hier tut, trotzdem hat man so ein bisschen Nervenflattern. Lindas dreierlei Garnelen. Top oder Flop? Erstmal optisch war das ja mega. Ne? Also das kam hier an, ich war total geflasht. Also wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich natürlich angefangen, das auseinanderzubauen, was mir sehr schwer fiel, weil das sah einfach so schön aus. Geschmacklich top. Also Curry, Limone, alles super in der Kombination, passt echt gut zusammen. Das Einzige, was ein bisschen schade war, was jetzt aber nicht weiter schlimm ist, weil wenn man das alles kombiniert, ist das einfach ein Geschmackserlebnis im Mund, dass die Garnele nicht mehr glasig war. Mhm. Die war so ein bisschen ja, gummimäßig, ist natürlich doof gelaufen, ist aber nicht weiter tragisch. Jan ist wahrscheinlich auch nervös. Also kann passieren. Aber ansonsten wirklich, ich bin sowas von begeistert von der Vorspeise, richtig gut. Ja, das mit der Garnele, die soll natürlich glasig sein. Ja, ja, tatsächlich vielleicht die Aufregung, ein bisschen zu viel Temperatur, dann geht das leider relativ schnell. Ja, da geht es um Sekunden, ne? Also das ist einfach so. Und dann liegt so ein bisschen unter dem Pass. Man sieht ja auch die Gerätschaft, die da oben noch mal drauf leuchtet, damit das Essen halt auch warm, schrägstrich heiß bleibt. Und da wird es einfach vielleicht einen Tick zu viel erwischt haben. Aber souverän, wie er es macht. Super. Super. Bis später. Vorspeise abgehakt. Nächste Herausforderung. Ist Jan unter die Tapezierer gegangen? Marco und Stefan gehen der Sache auf den Grund. Hallo Jan, du dürfst mir in meine Küche reinkommen. Ja, kommt rein. Auf geht's. Einfach durch die Tür. Mensch Jan, was machst du denn da Schönes gerade? So, wir bereiten jetzt gerade die Ravioli vor. Ja. Ich glaube, ja, Sabrina im Hauptgang meint, aber ja. Ravioli. Ich weiß es gar nicht. Wir machen die Basis natürlich Nudelteig, ja. Machen wir natürlich selber die Ravioli. Finde ich schon geil. Da haben wir den Teig, ja. Ihr seht, der ist relativ dünn, ja, so ja. Dass man die Hand schon fast durchsehen kann. Ja. Auch nicht zu dünn, weil sonst reißt ihr die Füllung. Jan hatte den Nudelteig vorbereitet, das macht auch durchaus Sinn, weil wenn er den jetzt komplett frisch gemacht hätte und der ruht nicht, dann sagt der Mehlkleber tschüss und reißt und
Auf jeden Fall ist er dann nicht willig. Der muss wirklich zubereitet werden, muss ruhen, dass man dann vernünftig weiterarbeiten kann. Auf welcher Basis hast du den hergestellt? Da ist jetzt nichts Besonderes drin. Das ist ein ganz normal, ist ein, kein normales Mehl. Das ist ein Nudelmehl, sage ich mal, so ein Spätzlemehl. Ist ein bisschen griffiger. Hat der Teig einfach ein bisschen mehr Struktur. Der wird jetzt lang halbiert und dann sprühen wir den quasi ein mit Wasser. Also wir geben gar kein Eiweiß oder Eigelb oder sowas. So. Ich kenne das noch oldschool. Absolut machbar. Mit Ei ist in Ordnung, mit Wasser ist in Ordnung. Es fängt ja an zu kleben, das ist ja so. Ne? Dann haben wir hier unsere Carbonara-Füllung. Ja? Da ist die Basis Ricotta. Dann kommt ein bisschen geriebener Parmesan mit da rein. Wir machen Würfel vom Scamorza. Das ist ein geräucherter Mozzarella. Ja? Dann wird er nur ein bisschen abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Muskat. Also relativ simpel. Nur bei der Füllung trägt die Küchengranate Jan dick auf. 1A Handwerk. Das ist aber nicht das Einzige, was der Konkurrenz ins Auge fällt. Trotz der Wettbewerbssituation sieht man, dass Jan sehr, sehr gelassen ist vom Prinzip. Das spricht dafür, dass er eine innere Ruhe hat und genau weiß, was er tut und wie er strukturiert ist. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt die restlichen Teller fertig. Gleich gibt es den Hauptgang. Ihr setzt euch schon mal. Ja. Und dann geben wir Gas. Schöne Idee, vor allem wenn Jan mit seinem Restaurant Punkte ohne Ende abräumen will. Und genau das ist der Plan. Hauptgang ab. So sehen die Ravioli Carbonara-Style fertig aus. Sabrina macht den Geschmackstest. Linda hat sich für eine knusprige Rinderbacke mit Mac and Cheese und Trüffel entschieden. Der Seeteufel mit Kartoffel, Zitronenspinat und Chorizo geht an Marco. Mike fand ihn hervorragend. Jetzt testet auch Stefan den Rehrücken. Nun ist Tacheles angesagt. Hand aufs Herz, Sabrina, was kann deine Hauptspeise? Ich hatte im Hauptgang die Ravioli mit Parmesan, Schinken, habe aber natürlich auch sehr viele mehr Komponenten auf dem Teller, wie der Spinat, Petersilie, auch ich glaube, das hier ist hier so eine Petersiliensoße, würde ich mal denken, dass er das reduziert hat daraus. Ja, das ist eben gehobene Küche, ne? Das ist nicht 0815, da steckt das Handwerk eben drin, so kommen die Preise zustande, plus die unfassbar guten Zutaten. Die Raviolis sind mega lecker. Da hast du auch so eine leichte Ei-Käse-Füllung mit drin. Der Spinat überhaupt nicht sandig, schön gewaschen, schön zart, wie es sein sollte. Was mir sehr gut gefällt und was mich total umhaut, ist der getrocknete Schinken. Okay. Ne, weil der ist so mega lecker, das cruncht sofort im Mund. Diese Haptik im Mund von den Speckcrunch fand ich mega, mega geil. Dezent gehalten vom Käse her. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Käsegeschmack gewünscht, ehrlich gesagt. Aber mit den Schinken zusammen und alleine hier dieser Petersilie, ja, die ja wieder als Gel mit Öl gemacht hat. Mega. Richtig, richtig lecker. Und der Spinat dazu war lecker. Gegenüber bei Marco geht's weiter. Der hat sich einen Fisch geangelt. Und war es ein guter Fang? Einen Seeteufel habe ich hier bekommen, eingerichtet in einer Art Bowl. Der Seeteufel schön wirklich auf einem Zitronenblattspinat. Ich denke mal, das ist eine Atlantikware, das merkt man schon an der Qualität her. Ja, beim Seeteufel weiß man ja, der Kopf ist ja riesig, der Kopf wiegt ja 50% von diesem ganzen Teil. Und ansonsten ist das ein Knorpelfisch, wo jeweils rechts, links ein Filet ist, die man dann nur ablösen muss. Dann wird das vielleicht noch ein bisschen gerollt sogar, dann wurde der sanft gebraten, geschmacklich wirklich mega lecker. Es ist also wirklich ein schöner Fisch, ne? Gehört ja auch nicht ohne Grund zu den Edelfischen, ganz klar. Ist übrigens trotzdem auf eine Art und Weise ein guter Einstiegsfisch für Nicht-so-Fischesser, weil er einfach am Ende des Tages doch ein bisschen mild ist und kräftige Aromen sehr gut verträgt. Wie ist der Spinat zubereitet? Der ist klassisch, glaube ich, angezogen in der Pfanne mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat. Ich habe hier noch Zitronenabrieb drauf, weil es stand ja auch drauf als Zitronenspinat. Ja. Und Zitronenspinat kommt auch wirklich sehr gut durch, extrem ausgewogen, schon durchdacht die Nummer. Die restlichen Urteile holt sich der Küchenchef persönlich ab. Boah, die Bude ist rappelvoll, ne? Und er muss noch an den Tisch. Ich gleich wieder, nicht schlecht. Na? So, liebe Kollegen. Oh, oh. Wie ist die Lage? Oh, oh, oh. Soll ich wieder gehen? Ich will es ja gar nicht anhören, wenn du schon so guckst. Ach komm, hör auf. Mega geil. Also, guck mal. Rinderbacke. Ich war so skeptisch. Was ist da los? Ich habe den Teller auf. Also nicht den Teller aufgegessen, aber leer gegessen.
Es war so geil, also wirklich. Zart, Geschmacksexplosion, alles. Die Knusperkruste, was war das? Das war quasi eine klassische Panierung, wie beim Schnitzel. Okay. Nicht mit Semmelbrösel, sondern mit Panko, mit einem groben Paneme. Tata. Ja, es gibt noch mal ein bisschen mehr Knusperkeit. Also richtig geil. Ich feier dich, mega, richtig gut. Geil, danke schön. Stefan. Dank. Lieber Jan, an für sich ist es eine Unverschämtheit, mir, ich sag mal, so einen Teller jetzt vorzusetzen. Puh, hat Jan den Rehrücken versemmelt? Weil für den Preis ein 2-Sterne-Gericht ist ein Frechheit. Wir fahren nicht stärker. Täuschungsmanöver mit mega Happy End kann man machen. Da würde ich sagen, dass dieses Gericht beim Stefan genauso gut ankam wie bei mir. Bei der Kritik, was soll man da viel sagen? Ne? Also wenn Stefan das Reh so lobt, 2 Sterne, ja, steht er vielleicht als einziger mit der Meinung da. Aber wenn der Kollege das sagt, dann freue ich mich extrem drüber. Die andere Linda-Kritik zur Backe, auch grandios. Wer ergattert im Detmolder Hof das letzte Ticket für die Küchensafari? Fängt mit L an und hört mit A auf, dann kann das Dessert ja losgehen. Hi Jan. Linda. Na? Gehört habe ich dich, aber gesehen habe ich dich noch nicht. Was zauberst du denn da wieder Schönes? Pass auf, wir machen das Joghurt-Mousse. Das wird so ein Donut. Okay. Ja. Ich habe jetzt hier schon mal drin griechischen Joghurt. Ja. Dann habe ich drin ganz normalen weißen Zucker. Okay. Dann kommt ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Zitronenabrieb rein. Ja. Das ist halt so ein bisschen für die Frische. Ne? Jetzt machen wir es so, wir brauchen die Gelatine, um einfach eine Bindung reinzubekommen. Ja gut, also das hört sich alles ziemlich klassisch an. Ne? Gelatine brauchst du halt zum Binden. Gell? Was wir jetzt machen, wir geben ein ganz bisschen Joghurt mit dazu. Ja. Das ist einfach so, das hilft uns ein bisschen. Wenn wir die Gelatine jetzt auflösen, weil wir sonst Stückchen drin hätten von der Gelatine. Ja. Wichtig ist, dass wir jetzt hier Temperatur zugeben, damit sich die Gelatine auch auflöst. Okay. Wichtig ist, nur ein bisschen Temperatur, dass sie sich gerade gelöst hat. Ja? Nicht zu heiß, weil sobald die Gelatine über 90 Grad hat, also wenn es kurz vorm Kochen ist, dann bindet die nicht mehr. Dann kannst du noch so viel Gelatine reinmachen. Du kriegst keine Festigkeit dazu. Absolut richtig. Wenn die Temperatur drüber ist, funktioniert also dieses tierische Bindemittel dann einfach nicht mehr. Und auch es ist auch nicht reversibel. Also du kriegst nur ein einziges Mal eine Bindung hin. Das sieht jetzt relativ zäh aus. Du siehst jetzt aber, das löst sich jetzt schon. Wird schon, ne? Ja, genau. Geht aber schnell. Ohne dass ich nichts an irgendwas mache eigentlich. Ja. Ne? Also siehst du jetzt, es ist komplett flüssig, hat sich komplett aufgelöst, die ganze Geschichte. Die Gelatine ist jetzt in dem Joghurt eingearbeitet. Ja? Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und da das jetzt zu heiß wäre quasi für den Joghurt, geben wir jetzt wiederum ein bisschen was von dem Joghurt in den Topf, damit das nicht ganz so heiß ist. Mhm. Ja? Weil sonst wird der komplette Joghurt einfach die Bindung verlieren und wäre einfach nur noch flüssig. Ja. Das kannst du natürlich super schön verteilen in der anderen Masse. Das hier ist jetzt schon geschlagene Sahne. Ja. Ja, du siehst, die ist auch nicht ganz festgeschlagen. Okay. Aber es sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ja, genau. Also das ist jetzt die erste Hälfte mit der Sahne. Du siehst jetzt, es wird schon mal schön fest und auch ein bisschen luftig. Ja. Ja. Und damit wir es noch luftiger bekommen, machen wir jetzt den restlichen Sahne auch noch dazu. Schön viel Sahne, also viel Geschmack. Also Nachspeise für mich in der Küche ist immer eine Katastrophe, weil ich könnte da gar nicht bei wegbleiben. Ich müsste die ganze Zeit schnabulieren. So richtig schön für den dicken Hintern, ne? Ja, Sahne ist Geschmack, ja. Geschmack ist gut, also kann man ruhig viel Sahne nehmen. So schnell geht eigentlich eine tolle Joghurtcreme, oder? Die nächste Zutat ist eine weiße Schokoladenkuvertüre. Die hat Jan mit seinem Charme und im Wasserbad bereits zum Schmelzen gebracht. Stellen das jetzt an die Seite. Ja. Dann nehmen wir jetzt die Schokolade mit rüber und dann kannst du mir noch einmal helfen. Klar. Und zwar haben wir hier Standard-Einweg-Spritzbeutel. Die benutzen wir relativ viel, damit man da gut genau Sachen mit abbiegen kann. Ja. Den kannst du mir einmal aufhalten, bitte. Klar. Ich halte dir die Tüte. Sehr gut. Kein Problem. So. Dann kommt da rein jetzt die weiße Kuvertüre. Es könnte ein bisschen warm sein, deswegen ein bisschen das vorsichtig. Das macht nichts. Mit heißen Sachen kann ich umgehen. Wenn ich heiß anfassen kann. Ne? Der kann ich heiß lieben. Hm. Kann ich heiß lieben. Genau. Wir kennen halt alle dieselben Sprüche, ne? Wir Gastrokinder, ne? Heiß, so wie der nächste Kniff vom Profi. So, und du siehst jetzt, ist jetzt relativ viel Schokolade. Hm. Ja, also wenn man Schokolade mag, ist das gar kein Problem. Dann kann man da so ein bisschen was von abbeißen. Wir machen es jetzt so, in der Zeit, wo ich die quasi gefüllt habe, ist der schon fertig, mehr oder weniger. Das heißt, wir warten nur, sagen wir so 30 Sekunden ab, bis die Schokolade ganz leicht angezogen ist. Ja, also wirklich nicht viel. Und jetzt drehen wir das.
Und jetzt läuft das dann nicht alle raus? Doch. Doch? Aber genau das soll's. Okay. Das soll so rauslaufen, dass wir außenrum nur noch eine ganz dünne Schicht weiße Schokolade haben. So. Du siehst jetzt, das sieht jetzt relativ wild aus. Ja. Ja. Was wir jetzt machen, wir haben so einen Spachtel. Okay. Ja, so einen, damit gehen wir jetzt einmal oben auf die Oberfläche. Und damit sieht es schon wieder viel sauberer aus. Jetzt haben wir genau die Schokolade, die wir haben wollen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt kommt das Mousse ins Spiel. So, und da kommt jetzt deine große Stunde, weil du kannst jetzt quasi die Donuts damit füllen. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das hat sie aber auch nicht das erste Mal gemacht, das sieht man. Cool. Ohne zu schnabulieren. So, jetzt kommt diese Silikonform, so wie sie ist, in den Kühlschrank, beziehungsweise wenn man es eilig hat, kurz in den Froster. Okay. Ja? Das Dessert hat mich schon beeindruckt, weil ich ja, diese Präsentationsart einfach toll finde. Es ist was anderes, es ist was Modernes, aber es ist mit einfachen Sachen gemacht. Auch dieses Prinzip ist ganz einfach. Je mehr Punkte Jan jetzt aus den Desserts schlagen kann, desto besser. Marco sollen Erdbeeren aus der Heimat mit Cheesecake, Basilikum und Gin umhauen. Stefans süße Wahl ist Aprikose mit gemischtem Joghurt, Müsli und Honig. Für Sabrina gibt es eine Variation von der Schokolade mit Kirschen und Karamell. Und Linda testet marinierte Beeren mit Minzgranitee und Champagner. Aha, und Stefan hat einen dringenden Wunsch. Ich würde euch jetzt ganz gerne ein bisschen vorschwärmen wollen. Ich habe ganz einfache Produkte, griechischer Joghurt, Aprikose und ein bisschen Müsli. Und dann habe ich das Produkt Jan. Und das baut Jan daraus. Drei verschiedene Eis. Ich habe einmal hier ein Aprikoseneis, was mega lecker ist. Frische, voller Geschmack, Aprikose, voll auf die Fresse. Entschuldigung. Mega lecker. Dann haben wir einen richtig geilen Crunch dazu, den du überall drauf streuen kannst. Du hast hier so einen Donut, der gefüllt ist mit einem Joghurt-Eis. So, was auch mega lecker ist. Der Teller absolut schlüssig angerichtet, kein großes Shishi dran. Sondern einfach nur, ach, ich sag das jetzt einfach, das ist einfach, alle drei Gerichte ist Geschmack auf die Fresse, das ist Hammer. Da gibt's auch nicht mehr zu sagen, weil sonst rede ich's kaputt. Ja, bei mir, ich habe ja hier so Beeren aus der Heimat mit so einem Cheesecake, der ist auch wieder aus verschiedenen Sachen so zusammengebaut, nicht einfach nur gebacken und tschüss. Normal denkt man an Cheesecake, doch sehr banal, so flach, einfach Knoten so im Boden, hat er das auch wieder komplett auseinandergepflückt und hat gesagt, Cheesecake, so nicht, Junge. Du kriegst einmal richtig so eine fluffige Mousse. Ne? Den Caramel, diese untere Schicht, ne? Das hau ich dir so ein bisschen als Erde um die Ohren, sodass man denkt, da hat er mal wieder richtig komplett so mitgedacht, sich neu was ausgedacht. Dann habe ich noch so ein Erdbeersorbet noch dazu, so als schöne kalte Variante. Ne? Schmeckt richtig geil. Ne? Genau, und ich habe ja so einen Crumble unten drin. Der ist jetzt schon ein bisschen weicher geworden durch meinen Erdbeer-Gin. Dieser Gin ist einfach nur mit so ein bisschen Erdbeer-Jus versetzt. Und dass er nicht ganz so extrem alkoholisch rüberkommt. Ich hatte eine gute Süße und die Bitternote kam erst so im Nachhinein raus. Ja, das passt ja gut. Sabrina ist dran. Ist ihr Dessert mehr als befriedigend? Ich hatte das Schokoladendessert, oder ich würde es auch Schokoladentraum nennen, mit Kirschen und Karamellcreme. So, weil das Karamell. Die Schokolade an sich war mega viel, sei es als Mousse, sei es als Törtchen, mit als Crumble. Es gibt wirklich so eine Geschmacksexplosion, trotz dass du immer dieselben Komponenten auf dem Teller hast, aber verschieden. Ein Dessert-Orgasmus. Okay, fehlt nur noch Lindas Urteil. Lass hören. Ich habe ja die marinierten Beeren gehabt mit Minzgranitee und frisch aufgegossenem Champagner. Tja, soll ich euch sagen, auch das ist wieder super lecker. Also grundsätzlich kann man sich mal merken, alles mit Champagner ist gut. Ist so. Das hat so eine Süße, eine Säure. Das passt super gut zusammen. Also die Johannisbeeren sind das, ne? Ja, also Johannisbeeren, die sind ja sonst sehr säuerlich. Aber in Kombination mit den Himbeeren und auch mit den Heidelbeeren ist das gar nicht sauer. Die Kombination von den Früchten war eigentlich ja, genau richtig, weil man hatte was Saures dazwischen, man hatte aber auch die Himbeeren, die das Ganze neutralisiert haben, zusätzlich die Mandelstifte.
top. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein Gefühl, als wenn wir hier an einer neuen Rekordpunktzahl kratzen. Aber zuerst zum Kleingedruckten. Wie sieht es im Detmolder Hof mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis aus? Auch das fließt in die Bewertung mit ein. Für alle zusammen 245,90. Ja. 190 Essen. Ja, 55 Getränke. Für das, was du hier bekommen hast, zu reden. Da muss er was ändern, ne? Aber für uns gut. Muss er selber wissen. Es war definitiv mehr wert. Also ich komme wieder. Ich bin da bei denen. Es ist einfach wirtschaftlich eigentlich nicht rechenbar. Und deswegen sage ich öfters hier auf dem Stuhl, es ist zu günstig. Darum geht's. Ich sage das nicht, weil ich nicht weiß, dass draußen Menschen sind, die sich manche Sachen nicht leisten können. Aber ich sitze ja hier, um wirtschaftlichen Betrieb auch irgendwie einordnen zu können. Das ist zu günstig. Oder Happy Hour ist gerade, keine Ahnung. Also, da zahlst du woanders das Doppelte. Trommelwirbel ab, es ist soweit, werte Konkurrenz, eure Punkte bitte. Ich gebe Jan heute für sein Restaurant, da muss ich gar nicht lange überlegen, 10 Punkte. Jan bekommt heute von mir 10 Punkte, natürlich. Lieber Jan, ich gebe dir in deinem Restaurant 12 Punkte, zieh davon 2 ab und dann landest du bei 10. Der Jan bekommt heute von mir 9 Punkte. Alle Achtung, mit 39 grandiosen Punkten legt sich Küchenzampano Jan an die Spitze. Vorerst jedenfalls, es ist ja noch Luft nach oben. Ein Punkt. Sabrina ist überzeugt, dass Mann und Metzger ist großes Kino, wenn's ums Fleisch geht. Vom Kobe-Steak bis zur Currywurst geht's morgen zum Wochensieger. Aber die Konkurrenz schluckt nicht alles. Warum schon wieder ich? Yeah, 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 yeah. Fleisch war leider nicht Medium, kann ich nicht essen.